Ich dachte, du hast irgendein Anliegen. Ich wollte an sich nur sagen, wir haben die Karren jetzt soweit. Ui, aber Solen ist, wie gesagt, er ist erst Montag wieder da. Ist erst Montag wieder da, das ist kein Problem. Montagabend quasi. Ich weiß aber nicht, wie wir das machen sollen. Da Die hat halt Frage nur selber rein. Entschuldigung. ist halt, wann wir das rüberbringen sollen. Ja, am besten, wenn Solen da ist, würde ich sagen, machen wir das, ne? Okay, gar kein Problem. Der hatte zwar wohl die Sachen jetzt schon fertig dafür. Also von mir aus könnt ihr das theoretisch auch nach der JH rüberbringen. Dann kriegt ihr wenigstens eure Bänder, was ihr da haben wolltet, und Bleche schon mal. 8 und 2, ne? Die hat er schon fertig gemacht, die liegen schon hier. Okay. Nee, weil ich weiß jetzt natürlich leider nicht, ich hoffe, dass ich genug Leute noch da habe nach der JA, Okay. damit wir auch nicht unterwegs vom Banditen ausgeraubt werden. Ja, also ich bin mal gespannt, was jetzt zur JH losgeht. Ich auch, deswegen, die Ithaka, das sind ja, da ist ja richtig was los. Ja, das sind wohl Kämpfer, ne? Vor allem, das scheinen mehr wie 10, also das scheinen mehr so um die 10 zu sein, ne? Oh, das wird lustig. Aber von denen ist kommt keiner online. Lord Richtig. Ra? Lord Ra Lord ist gerade Ra? hier bei uns im Channel. Genau. Eine Frage: Kennst du Gustav von Fichtental? Nein. Okay. Wie kommst du jetzt darauf? Das wird aber kein Italiener sein, denke ich mal. Wenn, dann wird das einer von diesen, weiß ich nicht, vielleicht von Fink Lanzerflott. Nee, weil so ein besagter Gustav wohl hier um unseren Bock gerannt ist und ein bisschen ausgespäht hat. Ah, okay. Also dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das zum Beispiel einer von unseren Special Friends ist. Da würde ich dann eher, weil die würden sich das jetzt, glaube ich, nicht wagen. Ja, ich glaube auch nicht. Also die Burg von ihnen, die machen wir ja dann mal ganz schnell in Pulverform. Weil dieser besagte Typ hat nämlich auch rübergeguckt Richtung Moorwacht. Also er ist ringsherum gelaufen, hat sich Hügelchen ausgesucht und halt hin und her geguckt. Okay. Und wenn man ihm dann, also wir sind ihm nicht direkt hinterher gerannt im Prinzip, sondern sind bei uns oben längs gelaufen. Und dann waren wir auf einmal zu dritt und dann hat er sich an einer bestimmten Stelle ausgelockt. Aber wo jetzt die genaue Stelle nochmal noch war, weiß ich nicht. Schade, sonst hättest du da richtig schön schnell Palisade drum gebaut, dann wäre beim nächsten Mal hätte eine Arschkarte gehabt. Ich weiß schon noch wo. Ja, Palisade drum bauen. Fallen reinstellen. Also das mit den Fallen liegt schon. Also ist schon in Mache. Die Fallen sind in Mache, sehr schön. Die liegen, glaube ich, sogar schon. Noch nicht. Einfach hinlegen oder Hört sich vergraben? gut an. Vergraben, aber ich weiß halt nicht wie. Ja, ich auch eben noch nicht gerade. Black Moon, hast du die Fallen ausgelegt oder Nee, einfach? nee, ich weiß nicht, wie ich das machen soll hier. Achso. Du nimmst die Falle, also guckst auf den Boden. Einmal absetzen hier. Gut. Einfach hinlegen oder Dann erst bin ich auch begraben wieder lieber? weg. Wenn bei euch irgendwas sein sollte, sagt er bei uns Bescheid, dann klingel ich meine Leute zusammen. Und Genau. andersrum machen wir es genauso, ne? Genau. Alles klar. Nee, für so einen braucht man die nicht vergraben, weil der fällt vom Himmel aus Gut. runter und kann sich erstmal ein paar Minuten nicht bewegen. Und da erst Gut. irgendwo hinlegen. Dann sag ich mal, bis später. Ja. Bis später. Kann die gar nicht auslegen. Bei mir steht nur abwerfen. Kein Jäger. Ja, ich kann auch nicht auslegen. Wenn ihr auf den Boden klickt, ne? Dann unter Jäger. Unter Jäger und da steht Falle legen oder Falle stellen. Ah, ja, richtig. Ah, okay. Ta 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 ta. Lege, ich hab's ja Wenn gelegt, ich ja. aber nicht mehr reinsteuert treten, ne? Weil sonst aua. Okay. Weiß halt jetzt nicht wo. Spazi, Vorsicht. Dann lege ich mal meine fünf Fallen hierüber hin, ne? Ja, am besten, dass er dann am besten dann abgedeckt ist, wo der da war. Haben wir jetzt mal eine drei Stück in Dreiecksformation? Jetzt Wollen sind wir es drei hier in hin. der Mitte noch eine hin? Wo ich gerade war, eben, ja.
Aua, Schatzi. Denk fest. Ja, du musst warten jetzt. Nichts machen. Ganz einfach warten. Du, die Falle ist so geschnappt. Die hält dich jetzt da an dem Punkt. Oh je, nein. Du bist jetzt ich du hast mich von dem Fleck nicht wegbewegen. Du hast genau die Pfeile ausgelegt, wo du deinen Kachel hattest. Deswegen. Mit F3. Guck, F3 die Kacheln. Leck die Falle unter die Füße gelegt sozusagen. Oh, funktioniert die auch? Oh, jetzt kannst du dich bewegen. Jetzt kannst du weggehen. Okay. Nicht mehr hinter dir! Ah! Noch eine! Oh je. Yeah. Ja, also ich lege jetzt wieder aus. Obacht. Da kommst du bitte zu mir und nimmst die anderen Fallen und legst sie aus. Mhm. Und ich renne jetzt in alle Fallen gleichzeitig rein. Oder nimm die Lucy. Heil mich mal. Soll ich heilen? Ja, ich hab dich auch geheilt. Kann man denn nicht einen kompletten Gürtel hier rumziehen um die ganze Burg? Oh, da ist ja nichts dabei, drück mal F3. Du willst einfach immer die Kachel, die vor dir ist. Du stehst jetzt auf der 74,7. Willst dann sozusagen die auf der 24,7. Willst dann sozusagen jetzt die 25,2 vor dir oder neben dir die 24,1. Aber nie die gleiche Kachel, wo drauf du stehst. Weil wenn du das machst, dann liegt die direkt unter dir. Genau. Deswegen habe ich dir Dead by Daylight geschenkt. Immer die Kachel, die vor dir ist sozusagen, dass du dich dann noch wegbewegen kannst. War derjenige, der den hier gespielt hat, mit Rüstung oder mit Pferd oder? Nee, der war komplett leer, also nur ganz normal Lumpen gekleidet. Gut, so meine selbst ein Anfänger, mal ganz ehrlich, kann hier nicht wirklich viel reißen bei unserer Burg. Nee, aber man weiß ja nicht, zu wem der gehört, weißt du? Naja. Aber da wäre nicht das erste Mal, dass wir überrannt wurden von einer ganzen Horde Anfänger. Okay. Ja, die klatschen hier vor die Wand wie Fliegen. Vor unserer Mauer. Das ist, die können halt nichts machen, weil die noch keinen Skill haben, um irgendwelche Sachen zu bewältigen. Du musst einen Tribok-Skill von 90 haben, damit du den Tribok, also den Belagerungsskill von 90, damit du den Tribok überhaupt bewegen kannst, so. Weißt du? Ach so. Das ist nicht mal eben so gemacht in einer halben Stunde oder so. Hm. 10 Minuten. 10 Minuten? 10 Minuten? Ich spät mich rein, wa? Ach, die 10 Minuten kann ich auch noch ganz umlaufen eigentlich. Kriegen wir die Mauer noch schnell gezogen in 10 Minuten? Oder soll ich mich lieber rein? Ja, wir gucken gleich mal, wir gehen da gleich kurz auf den Bergfried und gucken mal, wer von euch da runter gucken kann und noch Leute sieht. Also sprich, wer ja die bessere Grafikeinstellung hat. Dadurch, dass Solin heute ja nicht da ist, haben wir keinen Speer, der oben drauf steht. Also ich brauche da nicht mitmachen. Warum? Dein Rechner macht nicht mitmachen, meinst du? Ja. Ich habe bestimmt die beschissensten Einstellungen. Guck mal hier, die sehe ich jetzt gerade erstmal. Die haben den Keep fertig drüben, ne? Den riesen Keep. Die Moorwache. Mhm. Ich dachte, die wollten heute Abend erst richtig festmachen, wenn wir alle da sind. Steck am Pferd hier fest. Steckst du am Pferd fest, aha. Ja. Nein, nicht aufsitzen. Das ist doch kaputt.
Also ich habe noch jede Menge Möglichkeiten, um PC hochzuschrauben, ne? Okay, ja, kommt mal kurz vor zum Südeingang. Komm da jetzt rein, dann gehen wir mal hoch. Ich komm grad mit, ja. Ich bin meistens auch so einer, der immer vor sich gucken tut und alles. Das kennst du ja von Misquaded. Gebiet ausspähen meinst du? Ja, richtig. Ja, Misquaded habe ich noch nie so gespielt, aber DayZ Standalone und das ist, glaube ich, so ziemlich das gleiche im Endeffekt, ne? Ja, richtig, DayZ ist genauso. Ach, blöder Gaul, warum gehst du nicht die Treppe hoch? Das hat so Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. DayZ Mod an Arma. Ne, ich habe nicht die Mod gespielt, ich habe Standalone gespielt, also das Original DayZ. Aber es gibt neue DayZ, ne? Warte, ein Mod oder? Nee, und zwar gehst du auf experimentell und da gehen sie wieder dran und bearbeiten sie neu, ne? Das spiele ich momentan mit meinem Bruder. Ja, die haben ja eingestellt, weil ja der neue Arma-Teil rauskommen sollte und dass die gleichen Produzenten sind, also Thema-Produzenten im Endeffekt. Und richtig. Deswegen haben die ja das DayZ eingestellt damals. Richtig, und jetzt kommt halt. DayZ ohne Zombies, voll geil. Richtig, aber jetzt sind sie richtig geil geworden, die Zombies vor allem, ne? Also experimentell musst du einstellen bei DayZ. Und die Server, die offen sind, sind erstmal gerappelt voll, ne? Also hast du sogar Anstellungszeiten dafür. Aber so haben sie richtig geil hinbekommen alles. Bergfried hoch. Ja, mir wurde das schon also, so viel damals, als dann auf einmal diese Autos mit den ganzen Teilen eingeführt wurden, so dass du Reifen suchen musstest, Batterien und Zündkerzen und ach, das war mir schon zu viel. Hör mal. Bis du ein Auto fertig hattest, hat dir schon jeder dreimal das Auto geklaut, hör mal. Richtig. Das war dämlich hier, ne? Scheiße. Ja. Da oben oder was? Schnell raus, die Feuer anmachen, fällt mir ja da ein. Die letzten, die wir haben. Geile Aussicht hier oben, nice! Jetzt die Wichtigkeit halt, dass man noch Leute sehen kann. Ich geh mal raus zum Feuer anmachen. Ich könnte das checken, ob ihr mich noch seht. Fall dich runter, König! Er springt da einfach runter. Philipp, hier drin kommst du am besten hoch. Mal rings umlaufen. Pass aus. Achso. Der ausgehört. So, aber wo bist du jetzt? Ich sehe jetzt gerade Richtung Süd. Süd. Ja, ich sehe ihn. Ah, ich sehe noch, okay. Wie hast denn du dann den Wally eingestellt? Ich? Super. Ja. Ich bin jetzt hier allgemein. Ja, ich immer auf Superqualität. Will ja was vom Spiel haben. Du wirst gleich sehen, welches Feuer als erstes angeht. Seht ihr, wenn das Licht angeht? Ah, okay. Ich hab Probleme irgendwie. Lauf mal von dem Feuer zu dem Baum. Der da Richtung südlich von dem Feuer ist. Oh! Oder ist da überhaupt ein Baum? Ich sehe hier keinen Baum. Wo ist denn okay. Baum? Das war dann. Das war dann nur die Rauchwolke. Ja, ich sag ja, bei mir ist jetzt schon Schicht im Schacht. Die Quali hochgestellt und zack. Ich bin so hinter so einer Mauerstück, dass man mich schlecht sehen kann. Jetzt bin ich wieder oben. Ich sehe hier gar keine Feuer mehr. Haben wir nur ein Feuer da gehabt? Was ist denn das? Also ich sehe links rum vom Südtor sehe ich auf jeden Fall noch Feuerstellen, ne? Ich bin jetzt gerade bei euch am Feld. Ich sehe nichts. Nee. Also bringt nichts, wenn ich mich hier oben hinstellen würde. Dann bist du Feldkämpfer mit. Ich habe auch schon eine neue Waffengattung zum Ausprobieren gemacht.
Ha, da kommt ein Feuer, glaube ich. Uhu. Ja, ich gehe jetzt auch zum Südtor raus und mache die andere Runde. Pass auf die Fallen auf, die da noch irgendwo liegen. Beim Fallen. Ja. Ein Pferd steht vorm Tor. Das ist meins. Okay. Also ich kann nicht gut sehen, ne, Raven? Sehr gut. Ja, dann wirst du das wahrscheinlich sein, der da oben hockt. Bogenschießen konntest du ja, ne? Ja! Feuerpfeile und halt die anderen Pfeile, dann Botkin. Aber Feuerpfeile ist nicht da oben wichtig, falls du hier war nicht fallen. Kann auch mal Hammer schmeißen. Feuerpfeile. Falls du Belagerungsgerät siehst, musst du mit Feuerpfeilen da drauf schießen. Ach so, okay, das habe ich noch nicht da. Die sind unten im Kahn. Oder im Nahkampf mit der Fackel. Ja, aber von da oben aus kommst du nicht so schnell in den Kampf. Ja, wenn die alle Stricke reißen. Dass du weißt, wie er es kaputt kriegt. So. Rau hat Einlochprobleme. Einlochprobleme. Meine. Alter, das sieht ja aus jetzt momentan, du. Nein, ich falle runter. Schon aua. Das ist nicht gut. Sollst du da nicht runterfallen? Also noch stehst du da hier oben, Schatz. Ich glaube, das war's. Mehr sind hier nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob Solin das jetzt hier abgegraben hatte. Weil hier sind wir ja gestern reingesprungen, ne? Also, zing, also mit den Pferden natürlich, ne? Ah, jetzt bist du weg hier. Okay, Stunde der Abrechnung hat begonnen. Jetzt bist du weg. Ich pass jetzt. Also es sieht sehr nebelig aus, ne? Also ich kann nicht so viel erkennen gerade, ne? Ja, ist ja Nacht. Das ist normal. Einfach Augen offen halten, falls irgendwo was siehst. Achso, die Pfeile, wo hast du gesagt, die Pfeile hier, die Brandpfeile? Die sind unten im vor meinem Tor im Handelskern. Nein, es war unten. Vor deinem Eingang. Erst hier irgendwo muss es das sein, ne? Also wenn wir Glück haben, kommen die Italiener wieder erst gegen 20 Uhr. Dann haben sie eine Stunde schon versäumt. Okay, ich gehe ganz schnell runter, hole mir die Pfeile, ne? Ja, ich bin gerade da an den Karren, dann kann ich dir zeigen, wo das ist. Ich komme runtergefallen. Boah, voll auf dem Hintern drauf. Oh, was? Runtime Error. Ja. Okay. Wir beim Blubbern etwas hier. Achso, richtig. Braucht ihr noch Pfeile, Philipp? Und nein, ja, ich bin ausgerüstet. Ich hab auch noch keine Pfeile, aber die anderen. Genau, Botkin und Breitkopf braucht ihr. Ich bin jetzt hier unten beim Haupteingang. Ich will das einloggen kann. Vorhin habe ich Appell gemacht, das nächste Mal muss ich echt besser kontrollieren, dass ihr eure Pfeile einpackt alle und so. Okay, ich bin draußen jetzt vom Tor. Also das ist echt eine schlechte Bereitschaft, ich habe heute Mittag geschrien, immer noch nicht.
Also das muss diszipliniert werden. Hier ist ja dieser Karrenplatz, genau. Und da unten drunter, hier in dem Karren, wo ich stehe, sind Botkin und Breitkopf. Und da vorne in diesem kleinen Schubkarren sind die, hinter dir quasi, sind die Brandpfeile. Okay. Was meinst du, wie viel bräuchte ich dafür? Ja, nimm dir mal 100 mit erstmal von jedem. Oder, okay. Ja, weiß ich nicht, wenn du Salben machst, nimm mal von den Brandpfeilen 100 mit und nimm mal von den anderen jeweils 200 mit. Für Salben. Kannst du die Salbe? Wie geht denn das? Ab Skill 90 kannst du quasi mit so einem Button, Salbe heißt der, quasi eine Salbe losschicken. Und dann kommen direkt 10 Pfeile geflogen. Also sie kommt nicht rein. Achso, stellst du, wenn du im Menü drin bist. Hast du schon mal neu gestartet? Genau, starte das Team neu. Und dann gehst du hin und machst es gleich im Menü. Nicht erst einwählen, sondern im Menü stellst du auf Minimum ein. Oder halt das, was du vorher hattest, die Einstellung. Ich habe es gestellt auf Benutzerbefehl. Was ist das, Jay? It's the long die. Ah. Welchen von Breitkopf nehme ich 150 mit? Greif die Hütte an, greif die Hütte an. Und ich komm. Okay. Was ist das? Wenn uns mal heute einer angreifen würde, das wäre doch super. Nee, nee. Was los hier? Nee. Ich bin wieder hoch, ich renne hoch im Posten. Aber ich habe voll Lust, ein bisschen Feuerwerk zu machen. Echt mal, bevor der erste Stein von denen fliegt, bin ich unten und habe alle auseinandergeschnitzelt. Ich will ein bisschen Feuerwerk machen. Bitte lass mich jetzt rein, es spät, Mann. Ja, warte kurz, warte kurz. Warte, warte, das ist ein weißer Bildschirm, macht doch nichts. Anna, easy. Weißer Licht. Und mach mal Übungsschüsse mit diesem. Ja, genau, schieß mal einfach mal mit dem Breitkopf oder Botkin, damit du siehst, wie die Pfeile fliegen. Wie hoch du ansetzen musst, wenn du wirklich treffen willst. Ja, und halt auch mit dieser Fähigkeit. Ich bin bei dir. Gehst, lockst dich wieder ein, Schatzi. Und nicht, lockst dich ein, Schatzi, und du gehst mal nicht ins Verbinden rein, sondern bleibst erstmal bei Ivy's Fusion drinnen. Bin da bei dir. Okay, ich bin auf meinem Posten oben. Ich guck ganz kurz drüber schnell. Bei ihr. Alles ist wieder eingestellt. Oben wieder auf Benutzerdefinition. Wie hoch das ist? Wie hoch es ist? Ultra. Alles. Ich hab doch oben auf Benutzerdefinition einfach umgestellt. Hier ist wie. Sieht man die Brandpfeile nachts gut? Dann schieß mal ein. Benutze einfach einen Schuss, bleibt das trotzdem alles so. Ja, du siehst halt so ein Feuer, ne? Benutze einen Schuss, bleibt das eben so alles. Und ihr seht ihr das dann, wenn ich schieße? Ja, nur wenn man wirklich daneben steht und sieht, wie dein Pfeil losfliegt. Ja, so, wenn okay, jetzt schade. Irgendwo so ein kleines Feuerchen flammeln, okay. Ist nicht sofort. Ich bin jetzt hier oben, was soll ich tun? Schieß einfach ein paar Pfeile, damit du weißt, wie du schießen musst von da oben. Wer stellt es zur Verfügung? Keine Ahnung. Torhalb, bleibst du mal. Ja, Torhalb, bleibst du unten stehen, ich schieß mal. Schieß mal auf das Feuer, was da brennt. Und versuch das Feuer zu treffen. Hier stehen mehrere Feuer. Dann such dir eins davon aus. Ach so. Normale Breitkopfpfeile, ne? Ja. Ja, bei meiner Frau sollte es wieder funktionieren. Sehr schön. Sie wollte auf Ultra wollte sie spielen, ne? Ey, jetzt sieht ja die Grafik noch beschissen aus, als sie vorher hatte. Ah, jetzt solltest du langsam wieder hochstellen, ein bisschen was, aber.
Ich weiß halt nicht, was du... Nach, vorsichtig. Aber mach das am besten nach der Jutta. Ja, richtig. Ich sehe so fast nichts. Was willst du sehen? Achso, was es dunkel ist, das ist normal. Ist ja jetzt gerade. Ich lebe nicht draußen. Also, wo soll ich hin? Runter, runter und irgendwie auf die Mauer. Na, momentan bin ich gerade am Trainingsplatz und warte, dass irgendwas passiert. Achso, am Trainingsplatz bist du. Oder soll ich erstmal hier oben bleiben? Oder lieber runter, was ist das? Ja, als wenn du ein Nahkämpfer bist oder ein Feldkämpfer, solltest du unten sein. Weil wenn was gesagt wird vom oberen Mann, musst du schnell auf dem Feld sein. Da, wo halt sagt, dass was ist. Was dann von okay, also, ewig dauert, bis du unten bist. Ich schieß mal zum Feld runter, zum Trainingsfeld. Trainingsfeld? Trainingsplatz, da wo wir sind. Oder wo? Ah, weit aus übergeschossen. Kein gesehen. Ich komme rüber runter. Blums, hoppala. So, wo bin ich denn jetzt hin? Gut, es brennt ja gar nicht. Also brennen tut der Pfeil schon. Wenn du das meinst. Weil ja, früher, aber ich sehe kein Feuer dran. Das ist sehr gut, aber das ist dann deine Einstellung. Jetzt hast du einen Pfeil geschossen, der ist ungefähr einen Meter von mir entfernt gewesen. Super, okay, dann weiß ich. Dann weiß ich, wie ich meinen König erschießen soll. Ich meine. Wie du ihn erschießen kannst, aber. Da hagelt Pfeile von hier unten nach da oben, glaub mal. Wie ist denn das jetzt möglich mit dem Mehrschuss schießen, mit dem Pfeilhagel? Geht das auch mit normalen? Hast du den schon ausgerüstet bei dir? Öffne mal L, Kampffertigkeiten. Ja. Dann Bogenschießen. Welche Stufe? Am 90. Hast du? Bogen habe ich 90, 10. Okay. Dann klick das mal an und wenn du dann an der Seite so scrollst, dann sind da zwei so Bilder. Eins ist Knieschuss und das andere ist Salve schießen. Genau. Das eine lernst du ab 30 und das andere ab 90 oder ab 60, glaube ich. Und das musst okay, du halt ich. Auch da unten dann in die Liste einfügen. Aber ja, ich hab's halt auf der 4. Und auf der 4 tue ich alle Kampffertigkeiten rein. Ah, geil, nice. Du kannst ja auch unter Schlachtrufe deine Schlachtrufe da reinziehen und alles Mögliche. Du kannst deine Toolleiste, die du da unten hast, so gestalten, wie du diese gerne hättest. Wie viele Pfeile schießt man da beim Pfeilhagel? 10 Stück mit einmal. Heißt, wenn du keine 10 Pfeile mehr auf dem Rücken hast, würde der die Salve nicht mehr ausführen können. Also ich habe jetzt auf dem Rücken 339. Ja. Dann kannst du jetzt noch ein paar Mal schießen damit. Aua, aua. Aber verschießen nicht alle. Nö. Und die würde ich jetzt auch nicht hier unten auf dem Platz machen, weil die Pfeilen unkoordiniert auch. Sag mal so, du kannst mit denen nicht zielen. Du deckst mit diesen Pfeilen sozusagen eine große Fläche ab und dann fallen die einfach da runter. Ach so, okay. Na, das ist jetzt nicht gezielter Schuss, das ist einfach eine Fläche abgedeckt. Mhm. Wenn du siehst, da sind jetzt mehrere Leute, sind zum Beispiel auf einem Punkt, dann haust du den Pfeil dahin und machst da tu 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 tu. Dann triffst du mit einmal mehrere sozusagen. Ah, er kommt gleich zu dir. Ja, ich hab ihn gesehen. Auch nicht. Ich versuche dich auf jeden Fall nicht zu treffen. Diese Löcherfall auf der Mauer. Halt hochschießen. Oh, oh! Ah, okay, das geht super. Oha, Kensei Divan ist wieder da. Wisst ihr, wer das ist? Nee. Da, wo wir waren. Jellinger.